Obwohl der Wanderfalke in den letzten Jahren erschreckend selten geworden ist, liegt das ganz bestimmt nicht an seiner eigenen Beschaffenheit. Jeder Vogel, der seine Beute mit einer solchen Geschwindigkeit angreifen kann, ohne dabei auch nur eine einzige Feder zu verlieren, muss einfach ein Wunder an Kraft und Präzision sein. Der Wanderfalke ist so großartig geschaffen, dass in seinen Nasenlöchern sogar besondere Nasenrücken sind, die den unglaublichen Luftstrom brechen, sodass er auch während seines Sturzflugs richtig atmen kann. Hauptsächlich Schuld am riesigen Niedergang der Zahl der Wanderfalken in den letzten Jahren trägt das Insektenvertilgungsmittel DDT. Seit 1968 ist es in unserem Land verboten. Aber viele der Wandervögel, die eine Beute des Falken werden, nehmen DDT in ihrer Nahrung auf, die sie in Südamerika fressen. Denn dort wird das Gift noch immer eingesetzt. Der Wanderfalke ernährt sich von diesen Vögeln und absorbiert es dabei so konzentriert, dass seine Eier unfruchtbar werden. Muskeln, Knochen und Federn. Höchstgeschwindigkeit über 260 Kilometer pro Stunde. Der Gejagte, 3 Jahre alt, 0,5 Kilo Muskeln, Knochen und Federn. Höchstgeschwindigkeit um die 100 Kilometer pro Stunde. Eine scheinbar klare Sache zugunsten des Jägers. Aber bei den Luftkämpfen ist nicht nur Geschwindigkeit entscheidend. Selten gelingt ein Überraschungsangriff, der sofort zum Erfolg führt. Reicht am tiefsten Punkt ihres rasenden Flugs fast 270 Kilometer pro Stunde. Die Taube ist in ihren Krallen, aber sie hat nur die Federn erwischt und findet keinen Halt am Körper des Opfers. Jetzt sind die Karten neu gemischt. Die überlegene Geschwindigkeit des Falken wird durch die Wendigkeit der Taube wettgemacht. Plötzliche Ausweichmanöver in letzter Sekunde lassen den Greifer am Ziel vorbeischießen und jedes Mal braucht es Zeit, bis der Jäger wieder abfangen und neu anfliegen kann. Die Taube gewinnt jedes Mal wieder Vorsprung, bekommt jedes Mal wieder Platz für neue Manöver. Das Falkenweibchen verfolgt jetzt eine andere Taktik. Sie muss verhindern, dass die Taube aus der Enge des Steinbruchs entkommt. Immer wieder setzt die Taube zu steilen Steigflügen an der Felswand an. Wenn sie es schafft, über die Klippen zu kommen, wird es für die Angreiferin schwer. Ein letztes Mal macht die Taube einen geradezu verzweifelten Versuch, in den blauen Himmel weit über ihr zu steigen, der steinernen Wand zu entkommen, die ihre Manöver einengt. Das Falkenweibchen nutzt seine letzte Chance.